Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Hier möchte ich euch mal schnell zeigen, wie man eine zusätzliche Antenne an einen Sommertorantrieb montiert. Eigentlich eine ziemlich simple Geschichte, kann aber mitunter ziemlich sinnvoll sein. Besonders wie bei mir hier. Ich habe dieses Steuermodul in einer Garage hängen, in einer massiven Betongarage, Stahlbetongarage. Und dieser Stahlbetonkubus schirmt quasi hier drinnen diese Elektronik dermaßen ab, dass diese interne Antenne, die hier drinnen verbaut ist, quasi fast keinerlei Empfang mehr hat. Das heißt, mit meinen Funksendern, mit denen ich die Garage öffnen möchte, muss ich ziemlich nah an meine Garage ran, um überhaupt noch mein Tor irgendwie in Betrieb nehmen zu können. Abhilfe kann hier natürlich so eine externe Antenne schaffen. Kostenpunkt 15 bis 100 Euro, je nach Hersteller und System. Um sowas nun in Betrieb zu nehmen, sollte man sich nun im ersten erstmal klar sein, wo man die Antenne anbringen will. Das heißt, man sollte eventuell die Antenne so anbringen, so ist zumindest meine Philosophie, dass man die Antenne von dem Standpunkt, wo man den Sender benutzen möchte, auch wenn möglich sieht. Das ist meine Philosophie. Sieht man eine Antenne, hat man in der Regel auch Empfang. Baut man eine Antenne hinter Hindernisse, um eine Hausecke herum oder irgendwas, schirmt das schon wieder ab und dimmt den Empfang extrem ein. Also montiere ich in meinem Fall die Antenne vorne an mein Garagentor. Somit bin ich raus aus diesem Stahlbetongeflecht und habe sie so auch montiert, dass ich sie quasi aus meinem Fahrzeug sehe, währenddessen ich den Handsender bediene. Also habe ich sichergestellt, dass sie auch definitiv Kontakt zu meinem Handsender aufnehmen kann oder umgekehrt. So, wichtig ist auch noch, man sollte die Funkstrecken nicht arg zu sehr erweitern, denn wie ich es öfters mal gesehen habe, versuchen dann viele Menschen, das Garagentor schon zu öffnen, weit bevor sie überhaupt ihre Garage sehen. Um sowas zu verhindern, sollte man vielleicht die Reichweite nicht zu sehr ausbauen. Denn wenn so ein Garagentor sich öffnet und man sieht es nicht, während es sich öffnet, kann sonst was passieren, besonders auch beim Schließen. Es könnten Kinder drunter spielen, es könnten Autos davor stehen. Gerade bei Schwenktoren könnte das zu Crashs oder schweren Unfällen führen. Also erweitert eure Funkstrecke nicht zu sehr. In meinem Fall hatte ich eine Funkstrecke von 5 bis 10 Meter. Das war wirklich definitiv zu wenig. Und ich erhoffe mir, mit dieser Antenne so auf 25 Meter Funkstrecke zu kommen. Bei freier Sicht gibt mir der Hersteller hier 40 Meter. Aber in der Regel sind diese Angaben meistens sowieso leicht überzogen. Also nehme ich an, ist 25 Meter eine realistische Maßeinheit. So, als allererstes habe ich mir nun meine Position ausgesucht, wo meine Antenne montiert werden soll. Ich habe mir das Tor, eine Flanke des Tors ausgesucht. Das ist aus Metall. Hier kann ich die Antenne sehr einfach befestigen. Ich habe hier so einen Winkel und den halte ich hier einfach dran, kann mir hier mein Maß anzeichnen und niete ihn einfach hier fest. Nachdem der Winkel nun angenietet ist, bohre ich ein Loch durch die Flanke des Tores hindurch. Bohrt bitte nirgendwo hinein oder schaut, dass wenn ihr da durchbohrt, dass auf der Gegenseite nicht irgendwelche Mechanismen oder Federn sind, die euch dann irgendwie kaputt gehen. Wenn wir dieses Loch durchgebohrt haben, schaut zu, dass die Ränder des Loches, die Metallränder, nicht mehr so scharfkantig sind. Eventuell schützt sie mit irgendeinem Gummi oder mit irgendeinem Klebeband oder irgendwas. Nicht, dass wenn ihr das Kabel hindurchschiebt, dass das sich durchscheuert oder gar kaputt geht. Denn das Tor beim Öffnen und Schließen vibriert leicht und das könnte dem Kabel schon leichte Vibrationen versetzen und das wird auf lange sich dazu führen, dass das Kabel sich durchscheuert. Das wollen wir natürlich auf jeden Fall vermeiden. So, als nächstes legt ihr euer Kabel nun bis zu eurer Steuereinheit, die ist in meinem Fall hier hinten. So, ich habe nun das Kabel hier verlegt, habe es quasi hier durch das Loch hindurchgeschoben. Wie gesagt, passt auf, dass es hier nicht beschädigt werden kann. Nun habe ich hier so einen Knotdübel, so eine Knotverschraubung. Hiermit wird nun die Antenne hier oben befestigt. Den nehme ich einfach, führe ihn hier oben ein, mache diese Gegenverschraubung hier unten fest und führe die Antenne einfach durch diese Knotverschraubung hindurch, so hoch wie ich sie haben möchte schlussendlich, und ziehe diese Knotverschraubung einfach fest. Jetzt einfach das überschüssige Kabel wieder nach innen führen. Passt auf, dass euch hier das Kabel wenn möglich nicht abknickt. Und schon haben wir die Antenne montiert. Wir können sie noch ein bisschen ausrichten, dass sie schon gerade steht. Und das war schon der ganze Montageaufwand der Antenne.
So, nachdem wir nun unser Kabel von der Antenne bis hier zu unserem Steuermodul gelegt haben, machen wir erstmal Folgendes. Wir trennen natürlich hier diesen Netzstecker. Somit ist die Anlage stromlos und es kann nichts mehr passieren. Als nächstes müssen wir dieses System öffnen, indem wir einfach hier diese Abdeckung abnehmen und hier vorne die Hauptabdeckung mit den beiden Schrauben öffnen. So, jetzt können wir hier diese Abdeckung einfach öffnen und haben hier die Elektronik vor uns liegen. Diese Hauptelektronikplatine müssen wir jetzt einfach herausziehen. Vorsicht, macht dabei nichts kaputt. Einfach gerade nach oben entnehmen. So, jetzt habe ich die Platine hier in Händen vor mir. Wichtig, ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben hier diese interne Antenne. Man erkennt sie vielleicht nicht schön. Hier sieht man sie. Und diese muss jetzt hier mit dieser Klammer überbrückt werden. Einfach diese Klammer aufschieben. Dazu gehen wir folgendermaßen vor. Die Klammer hat hier eine gerade Seite und eine gewellte Seite. Die gerade Seite bitte auf die Seite aufbringen, wo hier diese Struktur der Antenne zu erkennen ist. Und zwar so. Sie rastet dann hörbar ein. Das sieht dann so aus. Damit haben wir die interne Antenne außer Gefecht gesetzt. Als nächstes nehmen wir wieder unsere Platine. Wir sehen hier auf dieser Platine einen Stecker. Und hier können wir nun den mitgelieferten Stecker, das Antennenkabel, was wir quasi hier in die Anlage eingeführt haben, einfach aufstecken. Und schon haben wir quasi unsere externe Antenne mit dem Steuermodul verbunden. Wichtig, bitte schaut hier auch mal in die Bedienungsanleitung. Das kann von System zu System anders aussehen. Das heißt, hier gilt immer das, was in der Bedienungsanleitung steht. Nicht so, wie ich es hier gezeigt habe, sondern ausnahmslos das, was in der Bedienungsanleitung steht. Weil es kann bei jeder Antenne und bei jedem Steuermodul anders aussehen. So, das baue ich jetzt wieder ein. Ich tue diese Platine wieder in mein Steuerkästchen einschieben, hier unten in diese Aufnahme. Schaut, dass es richtig rum eingeschoben wird. Vorsichtig herunterschieben, schauen, dass das Antennenkabel schön sauber so liegt, dass es dann auch schlussendlich das Gehäuse nicht stört, wenn ich es wieder schließe. Und eindrücken, bis die Platine einrastet. So, nun können wir hier unsere Abdeckung wieder schließen. Einfach wieder in den Deckel aufbringen, so wie es hier dran gehört. Schauen, ob der Taster auch funktioniert. Das ist immer hier so ein Schwachpunkt. Den hat man meistens nicht hundertprozentig positioniert. Da muss man eventuell nochmal nachjustieren. Das ist nämlich hier dieses kleine Knöpfchen. Das soll da auch exakt hiervon betätigt werden können. Deswegen schauen, dass das auch hinhaut. So müsste es stimmen. Nun wieder verschrauben. Die Anlage wieder mit dem Strom verbinden. Wenn sie eventuell einen Selbsttest macht, bitte durchführen lassen. Und nun können wir probieren, ob alles funktioniert, indem wir nun einfach unseren Garagentüröffner nehmen und einfach mal schauen, ob es funktioniert. Et voilà, scheint hinzuhauen. Dasselbe können wir jetzt auch mal ausprobieren auf größere Entfernung, ob diese Antenne dann wirklich irgendwas bringt. So, in meinem Fall hat diese Antenne eine Reichweitenerweiterung auf knapp 30 Meter gebracht. Das heißt, ziemlich gut eigentlich. Statt vorher 10 Meter habe ich jetzt 30 Meter und damit habe ich das Ziel erreicht. So, okay, ich hoffe, ich konnte euch mit dem kleinen Einbautipp wieder weiterhelfen. Falls ihr noch Interesse an weiteren Videos habt, unten in den Anmerkungen einfach anklicken und anschauen. Ihr müsst natürlich vorher die Anmerkungen aktiviert haben. Schaut eventuell auf meinem Kanal vorbei. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen und auch über ein Abo. Also sage ich hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.